Unleash the Beast. Was geht ab, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Company of Heroes. Wir spielen jetzt Company of Heroes solo. Sprich, ich bin mal komplett alleine. Denn es ist kurz vor Weihnachten und keiner hat Zeit. Keiner ist da. Die pennen alle noch, aber ich habe ja Kinder, deswegen bin ich halt früh wach. So. Ich spiele das britische Empire. Und ich spiele mal hier den Royal Artillerie Regiment. Den Kommandeur wähle ich mir mal aus. So, ich nehme jetzt erstmal den ersten Punkt ein. Okay, ich kann hier... Doch, ich kann gleich Treibstoff bauen. Doch nicht. So, der zweite Infanterietrupp ist fertig. Die können hier aber auch nichts bauen. Dann schicke ich die jetzt auch mal direkt dahin. Ne, gar nicht wahr. Die muss ich hier hinschicken. Die müssen jetzt da nochmal Dingens bauen. Ich muss hier Häuser bauen. Da kann ich, glaube ich, erst mit dem Colonel, ne? Verbesserte Granaten werden an die Soldaten verteilt. Oder wo kann ich... Ne, da kann ich bauen. Ja, okay. Ich bin halt immer noch so ein bisschen verpeilt. Jetzt habe ich wieder keinen Treibstoff. Dann schicke ich da gleich einen zweiten hin. Und gehe mal erstmal zu einem Stern. Oder den zweiten Trupp. Oder ich fahre gleich einen eben zurück. Okay, der hat sich die Mitte geholt. Alles klar. So, die schicken wir dahin. Kann ich jetzt hier schon was ausbauen? Nein, kann ich noch nicht. Wo ist mein zweiter Trupp? Da. So, mit dem Maschinengewehrtrupp. Okay. Minecraft TV hat. Ne, Quatsch, hier. So, ich will gerne eigentlich irgendwo in ein Haus rein oder so. Was aber nirgendwo geht. Da würde ich reingehen können. Okay, wenn ich den Punkt habe, schicke ich die Dudes mal hier hin. So, können die jetzt... Jawohl, Treibstoff. Okay, da geht's nicht. Da geht's. Anhaltendes Sperrfeuer wird wie befohlen ausgeführt. So, okay. Hier bauen wir mal ein bisschen Stahldraht. Da habe ich die Minen hingebaut. Die sind dahin unterwegs. Ich baue mir einen Panzer. Spezialeinheiten müssen als Unterstützung angeführt. Der Feind greift eine Geschützstellung an. Feind bedroht Eroberungspunkt. Fuck, Alter. Freche Bengel. Fuck. Der Feind hat unsere Versorgungslinie unterbrochen. Der wird mir den Punkt richtig wegnehmen. Kann man aber die Pioniere nicht verlieren. Ist mein Panzer schon am Start? Ja, Mann. Eine Geschützstellung wird angegriffen. So. Okay, die haben den Punkt. Jetzt gehen wir dahin. Geschützstellung wurde zerstört. Okay, gegen den Panzer werden die wahrscheinlich keine Chance haben. Ich glaube, aber ich kann, glaube ich, diese Mörserstellung müsste ich woanders hinbauen, aber geht, glaube ich, nicht. So, ich baue jetzt auf jeden Fall wieder Treibstoff. Treibstoff brauche ich dringender. Okay, da kann ich nichts bauen. Achso, weil das ist ja schon... Treibstofflager, wo ist mein Panzer? Ich nehme die Kollegen mal hier hin. So. Okay, was kann ich jetzt tun? Einen Scharfschützen könnte ich bauen. Ne, ich baue erstmal eine Abwehr. Kann immer noch das Ding nicht bauen hier. Brauche Fahrzeuge. Und ich muss halt wieder neue Dings haben. Ich spiele jetzt auch nur gegen einen Bot. Denn, ja,
ist das erste Mal, dass ich Solo spiele, keine Hilfe habe, keine Tipps, kein gar nichts. Von daher. Oh, guck mal, ich kann noch einen zweiten Panzer bauen. Abwehrkanone bereit für die Spezialeinheiten sind unterwegs. So, wo ist die Panzerabwehrkanone? Und die kommt da jetzt auch reingerollt. Motor aufgewärmt, Zeit abzurücken. Okay, so, was können die jetzt hier hinbauen? An sich erstmal gar nichts. Ich meine, die sind jetzt immer von links gekommen. Erwarten Befehle. Rücken ab. So. Die können jetzt erstmal immer noch nichts bauen. Ne? Ich bräuchte hier für Treibstoff Arbeitskraft. Da vorne war, glaube ich, ein Panzer. Ich könnte jetzt natürlich ein Sperrfeuer hier schicken, aber ein bisschen risky. So, hier ist die Panzerabwehrkanone. Die schicke ich jetzt mal. Ja, wo stelle ich die hin? Will ich erstmal dahin. Ups. So. Mit dem Trupp gehe ich jetzt mal voran. So. Hier hat er gerade noch einer rumgeballert, oder? Achso, das ist mein MG-Trupp. Ah, okay. Blocken die sich jetzt gegenseitig, oder? Die Panzer? So, machen wir das so. Die gehen dahin. Der Trupp, der muss weiter nach vorne. Den schicken wir mal dahin. Okay. So, wir brauchen mehr Einheiten jetzt hier. Ich mache, glaube ich, nochmal einen Infanterietrupp. So, ich kann hier auch. Anhaltendes Sperrfeuer wird wie befohlen ausgeführt. Ja, kann ich das nochmal abbrechen? Scheiße, ne. Reich wird platt gemacht, geil. Es ist gut, wenn du die Kills wirst. Hä? Dann ist es gut, wenn du platt gemacht wirst. Nee, ich mach die platt. Ah, Leute, das ist aber auch Friendly Fire, oder was? Ernsthaft? Ja, es gibt Dinge, die machen Friendly Fire. Oh, lol, Mann. Ich hab meinen eigenen Panzer fast zerstört, Alter. Ja, ich hab mal so einen Luftangriff gefordert und auf einmal hatte Zimmy drei Panzer weniger. Ja, dann hab ich ja jetzt gerade auch mit so einem Luftpanzer Luftangriff gemacht. Und auch mal einen Sturmorweg oder so? Nee, ich hab, boah, warte mal, konzentrierte Sperrfeuer, ich weiß nicht mehr, wie mein Colonel heißt. Wo kann ich das sehen? Gibt auf jeden Fall bei den Russen einen Kommandanten, der hat zu einem Angriff, der killt die eigenen Leute. Nee, ich spiel, Briten. So, jetzt habe ich noch einen Mörserwagen. Also bis jetzt würde ich sagen, rasiere ich den ganz gut. Ich habe 8 Punkte verloren, er hat 100. Sowieso, 108. Ist auf jeden Fall ein Unterschied. Ja, Mann. So, hier bauen wir jetzt auch nochmal. Basishaubitze bereit, das Ziel zu beschießen. Hier bauen wir nochmal. Ich muss updaten, neu. Weil ich musste das Tutorial spielen, ich durfte nicht einfach mitspielen. Nö? Ja, das hat so gelb geleuchtet und ich konnte nur das machen. Und dann musste ich von unten nach oben laufen und alle töten. Das war das Tutorial, richtig gut. Lol. Ja, ja, gut, das stimmt. Ich habe das. Ne, das war die erste Kampagnenmission, habe ich jetzt gespielt gehabt. Ne, das ist nicht das Tutorial. Lol, der fährt einfach durch die Mauer. Krass. Nice, 0 Byte Download. Das ist neu. Oh, geil. Warum nicht, ne? So, okay, also ich würde sagen, ein einfacher Bot, also wenn du alleine gegen einen einfachen Bot spielst, ist das zu einfach. Ja, ich glaube, du musst halt die Überzahl benutzen von denen. Und dann auch nicht auf einfach, sondern so Standard oder so. Ja. Ja, ich habe jetzt einfach nur angefangen, aber das war jetzt, das ist glaube ich jetzt wirklich zu einfach. Bin da 22 Minuten dran und mir gehört die halbe Karte. Wird der gefightet? Nein.
Hier wird rumgeballert. Ah, die sind übel. Die sind easy. Schicken wir mal einen Panzer dahin. Downloads ausmachen? Ich glaube ja. Aber ich glaube, der bleibt hier, der geht dahin. Kann nur von bis machen. Okay. Warum dauert das so lange, dass ich hier die Ressourcen habe? Aber mir fehlt noch Treibstoff. Wie wär's, wenn du mal mehr als 0 Bytes verwendest, Steve? Steve ist so ein Rotz, Alter. So, okay, den haben wir auch, den Punkt. Da bauen wir jetzt auch nochmal Treibstoff, weil irgendwie Munition hast du ja nie Probleme, ne? Eigentlich nicht, ne. Es gibt... Oh, war das? Ich glaube, es gibt eine Fraktion, die fokussiert sich sehr doll auf Munition. Ja? Ja, ich meine schon. Aber mit Munition machst du halt Fallen, du legst Bomben, du machst die Fähigkeiten mit Munition. Ja. Dafür ist halt Munition da. Okay. Weil man nicht so oft Fähigkeiten einsetzt, wenn man nicht so hat. Ich glaube, der Typ kann gar keine Einheiten mehr bauen. Aber du Lappen, wenn ich einen Benzintank mache, ne, dann hast du auch was davon. Deutsche Infanterie, warte mal. Deutsche Infanterie schießt auf mich. Freche Burschen, hat er gesagt. Die schlimmen Burschen. Ich will mal gerne runterladen. Das ist zu cool. Aber halt. Ah, toll, der Typ schießt davor, Alter. Den habe ich zu nah am Haus stehen gehabt. Eine neue Pioniersektion erwartet Befehle. Der fährt hier einfach alles nieder, Alter. Der Typ. Den ich hier habe. Ich gehe jetzt dahin und baue da mal so eine Mörsertruppe. Ich glaube, die Panzer machen auch die eigenen Mauern kaputt. Die fahren da nicht drum rum. Okay. Also, wenn du mit dem Landwecke oder sowas. Also meine Maus, ich finde meine Maus nicht. Die ist so klein, ne? 4K ist eigentlich kacke. Die geforderte Panzerabwehrkanone ist fertig. Sämtliche feindliche Einheiten in unserem Territorium werden mit Artilleriefeuer beschossen. Oh lol. Sämtliche Einheiten. Alter, der Körnel, den ich jetzt habe, Alter, der ist gut. Der kann sämtliche Einheiten, die in unserem Territorium sind, befeuern, Alter. Über Luftschlag. Aber auch nur die Gegner. Ja, ja, nur die Gegner. So wie ich das jetzt verstanden habe, ja. Okay. Voll gut, Alter. Da sind noch mal drei. Ich soll die Server wechseln, auf denen ich downloade. Okay. Wie macht man das denn? Okay, es gibt mehrere Germany. Okay, dann nehme ich mal. Nicht München, Hamburg. Okay, neu starten. Ja, der Download wird angehalten. Deine Mutti wird auch angehalten. Moin. Moin. Ja, korrekt, dann haben wir ja unsere COA-Crew wieder am Start, Alter. Ja, scheiß auf Zimmy. Ja, bis auf den. Aber der hat ja gesagt, online, der ist ne? Ja? Also Steam. Echt? Wo ich gerade geguckt habe, war der nicht online. Ja, komm, der ist online. So, jetzt müsste ich aber genug haben hier für Mörser. Mal gucken. Ja, der downloadet immer noch nicht. Und wenn ich einen Mörsertrupp hier hinbaue, kann der alle Punkte noch angreifen. Sehr schön. Ah, der hat nur noch 100 Punkte, Alter, deswegen kommt hier nichts mehr. Den habe ich mal richtig vernichtet, das war schon wieder zu einfach. Aber Jungs, ich werde euch die trotzdem hochladen, weil das ist ja auch nochmal ein gewisser Lernprozess. Ja, und weiß ja nicht, ob ihr alle schon die Pros seid, aber eventuell will nur einer was lernen. Und dann kann man so unten nochmal eventuell den Schritt verfolgen, wie ich, oder mir Tipps geben. Wie ich angefangen habe und wie man vielleicht schlauerweise anfangen sollte oder ähnliches. Der Feind hat noch 75 Punkte. Aber ich denke mal, das sollte easy geholt sein, hier das Ding. So, hier bauen wir jetzt einfach nochmal für die Statistik eine Base. So, kann ich jetzt hier. Das kann ich immer noch nicht aufbauen, Alter. Naja, gut, gleich. Ich brauche nur noch Dings. Bisschen Arbeitskraft, 30. Arbeitskraft noch, dann kann ich mir
Dann habe ich erstmal eine Panzersektion, Alter, nach 28 Minuten. Das ist übel, Alter. Na, der Feind hat nur noch 50 Punkte. Aber ich höre einen Panzer. So, den Panzer ziehen wir da mal ein bisschen weg. Die können wir jetzt rein. Deutsches Halbkettenfahrzeug. Sie sind bei 25 Punkten. Beinahe erledigt. Panzer pimmeln da rum. Oh, aber der Ding ist. Also, ich spiele jetzt gerade auf Stalingrad, ne? Da ist der Mörsertrupp eigentlich ziemlich scheiße, weil hier so viele kleine Gebäude sind, die einen immer wieder nerven. Das sind Update-News. Oh, okay, so war es dann. Ah, okay, da haben wir gewonnen. Okay, also wir haben auf jeden Fall gelernt, dieses Mörsertrupp ist, oder dieser Mörserwagen, der ist gar nicht mal so gut in so kleinen engen Räumen oder kleinen engen Straßen, weil wegen der halt die Flugbahn, also da ist das Spiel eigentlich recht cool, recht realistisch, weil diese Flugbahn auch mitberechnet werden muss. Okay, ich habe schon wieder Kohle gekriegt, 1000 Gold habe ich jetzt. Match beenden. Wobei das jetzt schon relativ langweilig war. Ja, ich kann nicht mitspielen. Warum? Warum? Ich habe 0 Bytes aktuell. Sorry. Also der verpackt gerade die Daten zu kleineren Päckchen, damit er die runterladen kann. Das dauert ewig. Hab einen schlechten Prozessor. Okay. Na, also gut, Leute. Bis er runterlädt, dauert das Jahre. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.